Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt am 30. Oktober zu einer neuen Folge mit Herz und Mund. Ich bin heute nicht alleine, ich habe Beke mitgebracht. Schön, dass du da bist. Danke, hallo. Hallo. Beke macht eigentlich ein FSJ im Kirchenkreis, aber ist jetzt mal bei mir dabei und guckt, was wir so den ganzen Tag bei uns im kirchlichen Leben in den Rothenburger Werken machen. Und natürlich habe ich sie dann gleich mit eingebunden, diese Andachtsreihe mit uns zu machen. Mhm. Vielen Dank. Gerne. Ja, wo kommst du eigentlich her? Ich komme eigentlich aus Visse-Höwede, bin aber in Rothenburg schon zur Schule gegangen und arbeite jetzt auch in Rothenburg im Kirchenkreis, genau. Ja, super. Klasse, wir hören dich gleich. Du sprichst nämlich heute das Gebet. Ja. Jetzt hören wir aber erstmal wieder Musik von Stefan. Heute ist der 30. Oktober, aber wichtiger als evangelische Christin finde ich eigentlich den morgigen Tag, den Montag, den 31. Oktober. Viele von euch werden vielleicht Halloween feiern, aber für mich ist das Reformationstag, der Tag, der uns im Endeffekt die Freiheit gegeben hat zu entscheiden, will ich eigentlich glauben, will ich zum Glauben dazugehören, sozusagen, freie Wahl der Religion, katholisch, evangelisch, ganz was anderes. Und deswegen ist dieser Tag für mich so wichtig. Und auch das, eine Ermahnung für mich jedes Jahr, dass man auch guckt, was tut mir eigentlich noch gut, was ist eigentlich noch gut in der Kirche, was ist noch gut im Glauben, was muss vielleicht erneuert werden, wo muss man vielleicht noch mal genau hingucken, den Finger vielleicht auch noch mal drauflegen und sagen, hier, da muss sich was ändern. Das ist nicht mehr zeitgemäß oder das ist nicht mehr in dem richtigen Sinne, was auch immer der richtige Sinn ist. Und die beiden Wochensprüche oder die beiden Sprüche, die für diese zwei Tage stehen, für heute, den heutigen Sonntag und für den Reformationstag, ergänzen sich, finde ich, da sehr gut. Der Wochenspruch für diese neue Woche lautet: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gottes Wort halten, Liebe üben. Liebe üben ist für mich das Größte eigentlich. Es gibt ja auch den Spruch, ins Bleiben, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Liebe ist die größte unter ihnen. Daran musste ich sofort denken, als ich diesen Spruch gelesen habe und über diesen Sonntag nachgedacht habe. Und das passt auch zu Erneuerung und Veränderung. Demütig sein, nicht immer sagen, das, was immer schon da war, das muss so bleiben und das ist alles gut so und so weiter, sondern wirklich gucken, ist es wirklich noch gut? Passt es noch zu uns? Oder passt es jetzt ein wenig, Sachen zu verändern, Neues auszuprobieren? Ich habe ganz bewusst heute hier auf dem Hartmannshof auch als Hintergrund die Baustelle gewählt. Denn eigentlich, auch wenn es nicht immer sichtbar ist, leben wir ja auf einer stetigen Baustelle, weil immer sich was verändert, immer was Neues hinzukommt und es auch gut ist, manchmal Altes einfach wegzureißen. Hier hinten stand nämlich das alte Ferienhaus. Das war einfach jetzt auch nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr aktuell und die Bausubstanz war auch nicht mehr so ganz wunderbar, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt hier was Neues zu bauen, neue Möglichkeiten zu haben, das zu verändern, ist eine große Chance.
eine große Chance, halt wirklich zu gucken, was brauchen wir hier eigentlich? Was ist wichtig im Leben? Und was ist das, was bleiben soll, was wir wieder aufbauen sollen? Das ist eine gute Frage. Ich kann da keine allgemeingültige Antwort für alle geben. Ich glaube, hier haben die ganz gut geplant und gute Ideen gehabt. Und ich bin ganz gespannt, wie es aussieht, wenn alles fertig ist. Ich finde, es sieht schon vielversprechend aus. Und genauso ist es in Bezug auf unseren Glauben. Welche Einstellung, die ich als Kind mitgekriegt habe, wir haben neulich über was hat uns geprägt, was hat uns begleitet im Leben bis heute, was tat mir gut und wo muss ich vielleicht auch von meiner Einstellung nochmal überprüfen, was ich ändern kann. Das finde ich, tut uns allen gut, das immer mal zu gucken, nicht nur mir, sondern wirklich allen. Und was ich halt immer wichtig finde, und das sagt der Wochenspruch für die neue Woche, aber auch der Spruch für den Reformationstag, worauf fußt denn das alles? Was ist meine Grundlage? Was gibt mir Stabilität im Leben, in dem, was ich glaube, in dem, wo ich nachhandle? Was gibt mir die Sicherheit, dass ich Neues ausprobieren kann? Ne? Und da steht halt für den Reformationstag, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und das ist das, was auch eine große Freiheit gibt, finde ich. Die Freiheit, dass ich einen stabilen Grund habe, dass ich weiß, da ist Gott, dass ich daran glaube, dass es ihn gibt, dass Jesus Christus in seinem Wirken uns auch die Freiheit gegeben hat und liebevoll miteinander umzugehen, den Nächsten zu sehen, liebevoll auch mit uns selbst umzugehen, ist ein guter Grund, den wir haben können. Ja, ich denke, da ist es mit vielen Gedanken, die heute dazugehören, schon ganz genug. Ich glaube, wir haben ganz viel gehört jetzt und dann sage ich einfach, Amen, so soll es sein. Gemeinsam mit euch beten. Herr Gott, jeden Tag schenkst du uns Wunder in unserem Leben. Wir danken dir für die Liebe, die wir erfahren von unseren Mitmenschen, für die Freiheit, in der wir leben können und allem, was wir als Freisein empfinden. Wir danken dir, dass du uns die Augen öffnest und uns immer wieder Veränderungen und Neuigkeiten schenkst. Wir danken dir, dass wir alles Wunderbare sehen können, was uns umgibt, was du geschaffen hast. Für Hilfe von Mitmenschen, für Gerechtigkeit und das Untereinander teilen. Danke für unsere Menschen, die helfen, uns lieben und heilen. Und wir bitten dich, gib uns auch die Kraft, selbst zu einem solcher Wunder zu werden, das anderen Menschen Hoffnung geben kann. Amen. Und nun geht in diese neue Woche mit dem Segen. Gott segne und behüte euch. Er stärke euch, er gebe euch Kraft und er schenke euch seinen Frieden. Amen.